Hallo, willkommen bei Money, das kann jeder. Die Märkte werden immer wackeliger und durch den Start der Quartalsberichtssaison wird es aktuell auch nicht einfacher, Aktien zu finden. Ich begebe mich aber weiterhin auf die Suche, denn ich möchte mein Depot von der Struktur her mal so langsam fertig bekommen. Daher schaue ich mir auch aktuell Aktien an, die in den letzten Wochen etwas verloren haben und durchaus auch gegen die allgemeine Marktrichtung gelaufen sind. Da momentan vieles nach oben gespült wird, was nicht wirklich Substanz in meinen Augen hat, konzentriere ich mich auf etwas liegen gebliebene Aktien, die in meinen Augen Potenzial in den nächsten Jahren haben. Vor allem sind hier Firmen interessant, die in Branchen tätig sind, die mir aktuell noch etwas in meinem Depot fehlen. So ein Unternehmen habe ich jetzt auch gefunden und auch gekauft. Welche Aktie ich mir jetzt neu ins Boot geholt habe, erfahrt ihr im heutigen Video. Also, ich habe eine neue Aktie für den Gaming-Bereich gekauft, die ich durchaus für die langfristige Anlage jetzt plane. Natürlich erst einmal klein, denn die Aktie hat sich in den letzten Wochen entgegen dem allgemeinen Markt relativ schwach entwickelt und bildet jetzt auch erst einmal einen charttechnischen Boden aus. Ich hoffe natürlich, diese Position in den nächsten Wochen und Monaten stärker ausbauen zu können. Was habe ich jetzt überhaupt gekauft? Es handelt sich dabei um das Unternehmen Paradox Interactive. Was machen die überhaupt? Paradox Interactive ist ein schwedischer Publisher von Computerspielen und zugehörigen Franchise-Produkten mit Sitz in Stockholm. Das Unternehmen verfügt neben seinem Publishing-Geschäft über mittlerweile 9 als Tochterunternehmen organisierten Entwicklungsstudios. Diese sind vor allem für die Entwicklung von Global-Strategiespielen mit historischem Hintergrund bekannt, produzieren aber ebenso Aufbauspiele und Rollenspiele wie Europe Universalis, Crusader Kings, Victoria, Hearts of Iron und Stellaris. Die Firma ist also eher im Nischenbereich im Gaming-Sektor tätig. Aber das nicht erfolglos. Wir haben hier bei der Firma ein erwartetes KGV von 26. Ein Wert, der nicht klein ist, aber ja, das Unternehmen wächst gut und daher ist das Niveau etwas hoch, aber auch nicht unberechtigt. Man geht auch davon aus, dass das KGV in den nächsten Jahren weiter absinkt, sprich jetzt von 26,4 im nächsten Jahr auf 24,86 und dann im Jahr 2024 auf 22,06. Und wenn alles gut geht, könnte das KGV im Jahr 2025 auf 17,11 sinken. Man geht auch beim Umsatz und Gewinn von steigenden Zahlen in den nächsten Jahren aus. Der Umsatz soll von 1,979 Milliarden schwedische Kronen auf 2,354, dann auf 2,606 und im Jahr 2025 auf 3,110 Milliarden schwedische Kronen steigen. Und der EBITDA-Gewinn von 1,359 auf 1,609, dann auf 1,765 und auf 2,03 Milliarden schwedische Kronen im Jahr 2025. Wer übrigens das nicht weiß, 1 Euro sind ungefähr 11,1 schwedische Kronen. Also, es soll sich jetzt das fortsetzen, was sie auch schon in den letzten Jahren bewiesen haben. Ein schönes Wachstum. In der Vergangenheit hatten sie zum Beispiel ein Umsatzwachstum in den letzten Jahren im Schnitt von gut 17,23%. Und das ist schon mal ganz ordentlich. Die Marge sieht bei dem Unternehmen auch gut aus. Im Geschäftsjahr 2021 hatten sie zum Beispiel eine EBITDA-Marge von ordentlichen 61,99%. Ja, und diese steigt auch in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich an. Kommen wir dann mal zur Schuldenseite. Die sieht auch ganz lecker aus. Die Gesamtverschuldung belief sich auf 861 Millionen Kronen Ende letzten Geschäftsjahres. Dem standen gut 431 Millionen Kronen liquide Mittel zum gleichen Zeitpunkt gegenüber. Also die Verschuldung ist wirklich kein großes Problem. Auf EBITDA-Basis hatten wir einen Verschuldungsgrad von gerade einmal 0,63 und hier sind die liquiden Mittel noch nicht einmal mit eingerechnet. Schaut man sich die Nettofinanzverbindlichkeiten an, so sieht das Bild noch besser aus, denn der Wert ist hier sogar negativ mit minus 732 Millionen Kronen. Und der Wert soll auch in den nächsten Jahren weiter sinken. Man geht davon aus, dass wir im Jahr 2023 einen Betrag haben von minus 1,203 Milliarden schwedische Kronen und dann im Folgejahr hätten wir einen Betrag von minus 1,693 Milliarden schwedische Kronen und im Jahr 2025 schon einen Betrag von minus 2,778 Milliarden schwedische Kronen. Also das Bild sieht wirklich gut hier aus. Hinzu kommt ein vermuteter, schöner, positiver Free Cashflow von aktuell gut 386 Millionen Kronen in diesem Geschäftsjahr. Und auch dieser soll in den nächsten Jahren weiter steigen. Im nächsten Jahr soll er dann schon bei 602 Millionen schwedische Kronen liegen, dann bei 637 und im Jahr 2025 könnte er schon bei 964 Millionen schwedische Kronen liegen. Also hohes Free Cashflow, eine negative Netto-Finanzverbindlichkeit haben wir hier. Der Schuldenstand ist wirklich überhaupt kein Problem. Fasst mal alles zusammen,
Ja, so sind sie finanziell sehr gut aufgestellt und ja, die Schulden sind eigentlich ein Witz, wenn man sieht, wie finanzstark das Unternehmen eigentlich ist. Eine kleine Dividende haben wir dann hier auch noch. Nicht viel, aber naja, eine kleine Dividende ist immerhin besser wie keine. Momentan geht man von einer Dividendenrendite aus von 0,6%. Im nächsten Jahr könnte es so bei 0,66% liegen. Also jetzt nichts Wildes, aber ein kleiner Betrag wird zumindest aufs Konto gespült, wenn man die Aktien in seinem Depot hat. Tja, was sagen die Analysten zu dem Unternehmen? Aktuell sagen 33% kaufen und 67% halten, keiner verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,57 Euro. Bei einer Spanne von 16,22 Euro bis 20,54 Euro. Also alle Kursziele liegen aktuell über dem momentanen Kurs und das durchschnittliche Kurspotenzial liegt so bei gut 15% über dem aktuellen Kurs. Beim Chart sehen wir auch den stabilen, mehrjährigen, leicht positiven, tendierenden Aufwärtstrend. Seit dem All-Time-High im Oktober 2020 bei gut 31 Euro ist die Aktie jetzt ordentlich runtergekommen und läuft seit November 2021 in einem eher seitlichen Trendkanal zwischen 14 und 20 Euro. Momentan läuft die Aktie wieder zur unteren Trendlinie. Ich hoffe mir jetzt nach meinem ersten kleinen Einstieg das Anlaufen der unteren Seite des seitlichen verlaufenden Trendkanals. Na, bis hierhin würde ich dann die Position bis in meine zweite Investstufe aufbauen. Sollte die Aktie Richtung November 2021 tief bei gut 12 Euro laufen, könnte ich die Position dann in die Region hieven, ja, die ich mir eigentlich vorstelle. Da das Unternehmen fundamental gut aufgestellt und bewertet ist, kann es natürlich zu jeder Zeit auch zu einem Ausbruch nach oben kommen. Na, sollte das geschehen, werde ich anhand von den Zahlen dann entscheiden, ja, wie ich hier weiter vorgehe. Na, da muss man halt schauen, wie das aktuelle Geschäft läuft und ob ich dann eventuell in Stärke mitgehe. So, dann kommen wir mal zum Schluss. Also, Paradox Interactive hole ich mir jetzt zum einen ins Boot, da ich noch ein Unternehmen im Gaming-Bereich suche. Mit Activision Blizzard, die wohl von Microsoft übernommen werden, wenn alles gut geht, ja, und dann wegfallen, habe ich hier noch die Take-Two Interactive und die Ubisoft. Also bis jetzt recht große Gaming-Firmen, wobei Ubisoft aktuell mit diversen Problemen zu kämpfen hat. Aber hier hoffe ich mir natürlich auch in der Schwäche eine schöne Position aufzubauen. Und dann irgendwann, wenn Ubisoft sich mal wiederholen sollte, möchte ich ja dann den Reibach machen. Paradox Interactive ist zwar jetzt nicht mit den ganz großen Playern vergleichbar, da sie nur wenige Spiele rausbringen und auch eher im Nischenbereich angesiedelt sind. Dafür sind sie aber gut aufgestellt, finanziell relativ stark und haben ja, mit Schulden kein wirkliches Problem. Sie laufen auch sehr stabil, muss man wirklich sagen, wenn man sich den Chart anschaut. Neue Spiele kommen dann auch ein paar Monaten jetzt raus, wie zum Beispiel Age of Wonders 4. Ja, und das könnte dann auch wieder für etwas Zündstoff sorgen. Daneben gefällt mir das gute Wachstum in den letzten Jahren und die Vermutung, dass es auch in den nächsten Jahren so weitergehen soll. Man sieht auch am Chart, dass der Kurs der Firma recht stabil läuft und ja, sollte die Firma weiter wachsen, kann ich mir durchaus höhere Kurse hier vorstellen. Jetzt versuche ich aber erst einmal in das Unternehmen reinzukommen. Ja, ob und wie das klappt, werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Das war's dann für heute. Ich verabschiede mich natürlich und hoffe, dass der Blick auf die Aktie euch gefallen und vielleicht auch ein bisschen geholfen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Na, das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal, wenn man jetzt nur noch an Zocken denkt, durchaus vergessen werden. Ja, dann macht das auch, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!